Damit herzlich willkommen zurück. Ich habe jetzt die Zeit ein bisschen genutzt und habe mir jetzt mal eine Übersicht gemacht von dem, was ich alles so brauche. Ach, das ist gar nicht so nehmen, okay. Von dem, was ich alles so an Rohstoffen brauche, damit ich mal so eine kleine Übersicht habe, wonach ich noch suchen muss. Ich denke mal, dass ich einiges nicht von Anfang an herstellen kann. Oh Gott, das dauert so schnell. Das geht so schnell, bis man wieder seinen Sauerstoff verloren hat. Das ist echt nervig. Kann man eigentlich Fische fangen? Kann man euch fangen? Ah, ihr seid so schnell, ne? So, Titan, haben wir noch was? Was bist du? Kann man nicht fangen? Kann man nicht fangen? Kann man nicht fangen? Oh! Oh, okay. Oh. So, Entschuldigung, ich lasse dich jetzt wieder los. Kann man dich auffangen? Ja, egal. Okay, also ich brauche keinen Scanner. Ich fange mir einfach meine Fische selber. Das ist ja mal geil. Okay, das ist lustig. Die Dinger kann man nicht nehmen, ne? Okay. Ich weiß auch immer noch nicht, was das hier... Ich denke mal, das ist Gift oder so, dieses gelbe Zeug. Oxygen. Och ja, es ist nervig. Signal location uploaded to PDA. Notversorgungslager. Ah! I'm cold, I lost all my gear and I'm no wiser to what's going on. But I'm alive. I can't authorize another drop. Hold on. There's an emergency cache. Hasn't been touched since the scouts landed 6 months ago. Could be useful. Tell me the cause. On your HUD. Okay. Ich tue jetzt die Sachen erstmal alle hier rein. Oh, ich drücke immer die falsche Taste. Auf meinen... Wo hat er das hingeschickt? Moment. Das sind Baupläne. Das ist klar. Forschungsstation 0. Notfall. Fange hier an. Wenn du das hier liest, hast du die Notfall-Evakuierung einer mit Altera-Technologie ausgestatteten Station überlebt. Dein PDA ist in einen Notfallmodus gewechselt. Dieses Betriebssystem wird dir dabei helfen, zu überleben. In eine sichere Umgebung zurückziehen. Naja, ob es das sicher ist, hier weiß ich nicht. Lässt dir erste Hilfe, falls erforderlich, sende ein Notsignal. Naja, sowas ähnliches habe ich ja gemacht. Berge Notfallausrüstung, falls vorhanden. Suche andere Überlebenden in Reichweite. Okay. Starke Winde können zu einer schnellen Unterkühlung führen. Halte Ausschau nach natürlichen Unterständen oder schützenden heißen Quellen. Du weißt nie, wie lange du unterwegs bist. Denke immer daran, Verpflegung einzupacken. Ja gut, das brauche ich ja zum Glück jetzt nicht. Trage immer zur Mission passende Kleidung. Ach, es gibt noch andere Kleidung. Die Investition in einen Kälteanzug von Altera zahlt sich immer aus, wenn es ums Überleben geht. Aber das sollte ich, glaube ich, jetzt nicht lesen, oder? Fremde Forschungseinrichtung 0. Unbekannte fremde Einrichtung, Sektor 0. Was wir wissen, die Einrichtung, das ist wahrscheinlich dieses Alien-Ding, was wir da eben gesehen haben. Aber ich weiß nicht, was sie uns jetzt geschickt hat. Schick mir die Koordinaten auf deinem Sichtfeld. Ach so. Okay. Also. Mir ist kalt, das ist alles klar. Es gibt einen Notfallspeicher, wurde nicht benutzt, seit die Pioniere vor 6 Monaten gelandet sind. Könnte nützlich sein. Ja, heißt das jetzt, dass ich mit meinem Zeug dahin schwimmen muss? Oder sollte ich... Ja, speichern kann ich auch mal, das stimmt. Oder sollte ich eventuell erstmal was herstellen? Aber ich habe jetzt nicht so viel, ne? Das Einzige, was ich machen könnte, ist Glas.
Weil für Glas brauche ich Quarz. Da haben wir zwei Stück von. Einmal Glas könnte ich herstellen. Oder einen wasserdichten Behälter, was natürlich beides nicht, das war doch Titan, ja. Was beides nicht viel bringt. Ich habe auch kein Fasergewebe oder ähnliches. Ich denke mal, dass wir wohl diese Schlingpflanzenproben und so später erst bekommen. Die Frage ist jetzt, bringt mir das was, wenn ich jetzt hier nach Glas gucke? Also ich würde normalerweise sagen, dass ich hier... Oh nein, ich will nicht immer da rein. Dass ich mal schaue, wo die Basis ist. Der sagt mir jetzt auch, ich soll eine Batterie machen. Ja, bin ich auch für. Aber ich werde jetzt erstmal gucken. Ich habe doch gerade noch Koordinaten. Oh, das ist jetzt aber doof. Oh, den kann ich anscheinend nicht fangen. Ich habe doch gerade noch Koordinaten gehabt. Moment. Ah, in die Richtung. Okay. Dann würde ich nämlich sagen, dass ich erstmal dahin schwimme. In der Hoffnung, dass ich das überlebe und jetzt nicht von irgend so großen Horrorviecher gefangen werde. Das ist so meine größte Befürchtung hier nämlich gerade. Oh, hier ist aber eine ziemlich lange Eisoberfläche. Aua, hat er mich gerade angegriffen? Ey, wieso kann ich hier nicht auftauchen? Hallo? Achso, habe ich schon. Das Signal kam von da hinten. Ihr macht mir hier sehr komische Geräusche. Ich glaube, euch möchte ich nicht haben in meiner Nähe. Ah, das ist eine Basis, ja. Okay. Nee, das ist das jetzt eine Basis? Moment, Versorgungskiste, Gegenstand nehmen. Okay. Datenbox öffnen. Ja, ich weiß, Sauerstoff, Sauerstoff. Schlingpflanze. Oh, Moment. Okay, aber da kann ich nichts. Ich denke mal, da muss ich irgendwie was von abschneiden oder so. Da unten ist auch noch was. Kann ich hier noch irgendwas öffnen? Ja. Okay, also da kann ich nur reinschwimmen. Das ist ein bisschen komisch, aber gut. Das habe ich anscheinend alles schon geöffnet. Das kann ich nicht öffnen. Ja, ist ja okay. Hallo? Ja, ich mag eure komischen Geräusche so gar nicht, wenn ich jetzt ehrlich bin. So, ansonsten scheint hier aber irgendwie nichts zu sein, was ich mitnehmen kann. Ja gut, okay. Das heißt, gut ist es nicht, aber ja. Nur mal eben kurz Luft holen. Okay, und dann wieder zurück zur Basis. Wie komme ich denn da zurück? Hallo? Ja, schwimmen. Los. Ich kann wirklich unter Wasser nicht schneller schwimmen. Okay, aber ich sehe hier noch was anderes. Das ist gut. Warum auch immer ich jetzt gerade so schnell war. Vorher nochmal Luft holen, sonst schaffen wir das nicht. Oh, ist das nervig. Hui.
Okay, rechts ist auch noch... Ah, hier ist auch noch was. Oder? Nee. Da nicht. Aber rechts war doch was. Ach, das war das, was ich nicht nehmen konnte, ne? Ja. Warum auch immer. Also, ich denke, dass wir die Sachen brauchen werden, aber ich kann es halt nicht nehmen. Da ist noch was. Geht mir doch mal aus dem Weg hier. Ja, dann gehe ich halt noch mal kurz nach oben. Bevor ich gleich die Tür wieder nicht mehr finde. So. Ja, die war nämlich auf der anderen Seite. Na komm, geh rein. Los. So, puh. Also, wir haben was, was wir reintun können. Ein Medikit. Das ist gut. Obwohl wir das eigentlich für unterwegs wahrscheinlich mitnehmen sollten. Desinfiziertes Wasser. Okay. Das ist wahrscheinlich dann zur Versorgung. Eine Leuchtfackel. Eine Wegwerfleuchte. Nützlich zur Ablenkung von Raubtieren. Kann ich jetzt noch nichts mit anfangen, aber werde ich wahrscheinlich schneller was mit anfangen können, als mir lieb ist. Also, ich brauche auf jeden Fall eine Batterie. Ach so, Moment. Dafür brauche ich Kupfererz. Warum habe ich jetzt gedacht, dass ich Glas brauche? Ach so, wegen der Taschenlampe, weil die braucht die Batterie wiederum. Ja, gut, okay. Könnte ich aber mal trotzdem eben machen? Nein! Oh Mann! Wieso kann man nicht mit Escape raus? So, grün. Ah, das ist schön. Da zeigt mir auch direkt an, was ich machen kann. Genau, dann werde ich jetzt einmal Glas herstellen. Okay, wo steht da jetzt 2? Das weiß ich jetzt nicht. Ach, da brauche ich einen Blasenfisch für. Oh, ich muss wohl doch Fische fangen. Genau, dafür brauche ich nämlich das Glas. Ein Blasenfisch für einen Antriebskörper. Okay, das ist wohl neu dazugekommen. Ja, doch, einen Kompass hatte ich nämlich vorher auch noch nicht. Kupferdraht und Kabelsatz. Ah, okay. Dann tue ich jetzt erstmal das Glas hier rein, weil ich möchte nicht, dass wenn ich mal doch... Oh, doch, diesmal möchte ich speichern. Ja, ich schätze, dass sich jetzt wirklich viel in diesem Spiel... Jetzt ist es schon wieder so dunkel geworden. Alle 5 Minuten wird es dunkel, oder wie? Ich schätze, dass sich viel in diesem Spiel wirklich darum dreht, Dinge zu farmen. Ich werde jetzt auch mal, wenn ich jetzt bei Nacht rausgehe, ist auch doof, ne? Weil ich sehe hier so rein gar nichts. Also mit Taschenlampe wäre es noch okay, aber so sehe ich noch nicht mal die Steine, die hier liegen, richtig? Ja, das geht gar nicht. Also ich würde dann eigentlich sagen, dass ich, dass ich jetzt hier nochmal einen kleinen Cut mache. So, das tun wir mal rein. Dass ich jetzt hier nochmal einen kleinen Cut mache, weil wenn es so dunkel ist und ich noch nicht mal eine Taschenlampe habe, das ist grausam. Also da sehe ich ja wirklich gar nichts. Ich warte dann darauf, dass es hell wird und dann sehen wir uns gleich wieder.